Wie sieht die perfekte Bewerbung aus? Wir geben dir die Tipps für deinen Karrierestart. Hallo und herzlich willkommen zu Insights, dem Studien- und Ausbildungspodcast von HOMAG. Mein Name ist Silas und ich habe mir heute gleich zwei Gäste hier in unser HOMAG-Podcast-Studio eingeladen. Und zwar zum einen den Steffen, der bei HOMAG Deutschland die Ausbildung verantwortet. Und die Celine. Die Celine macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr. Beide haben Personalerfahrung und sind deswegen bestens dafür qualifiziert, heute euch die entscheidenden Tipps für eure Bewerbung zu geben. Celine, stell dich doch einfach mal kurz in 30 Sekunden vor. Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Celine Haug, ich bin 20 Jahre alt, bin bei HOMAG seit 2018. Demnach im zweiten Ausbildungsjahr, habe jetzt schon einige Abteilungen durchlaufen, vom Einkauf über das Marketing bis hin zum HR und bin nebenbei noch Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung hier bei HOMAG. Cool. An Steffen habe ich auch noch ein paar Fragen. Im vorigen Podcast hast du ja schon erwähnt, wie lange du bei HOMAG bist, also über 30 Jahre. Wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall da mal rein. Und wie bist du zu dieser Position gekommen, in der du heute bist? Ich hatte ja damals Maschinenbau studiert und habe dann im Entwicklungsbereich gearbeitet. Und nach ungefähr 20 Jahren im Entwicklungsbereich war für mich einfach mal was ganz anderes dran. Und ich hatte dann einen Spaß an was Neuem, habe privat auch mit jungen Menschen zu tun. Und dann ist irgendwann mal diese technische Fable und auch der Spaß an jungen Menschen ist zusammengekommen. Und deswegen leite ich seit 10 Jahren mit wachsender Begeisterung die Ausbildung. Ja, es geht ja um das Thema Bewerbung heute und weil du ja schon seit über 10 Jahren in der Ausbildungsabteilung tätig bist, hast du ja sicherlich schon die ein oder andere Bewerbung bekommen, die dann über deinen Schreibtisch gewandert ist. Kannst du ungefähr abschätzen, so Pi mal Daumen, wie viele das dann ungefähr waren? Ja, ich habe sie nie ganz genau gezählt, aber ich denke, dass es auf jeden Fall mehrere 100 Bewerbungen waren, die früher über den Schreibtisch gelaufen sind und heute in der Zwischenzeit digital bei uns ankommen. Wow, also wirklich eine ganze Menge. Wir kennen alle Werbung unter dem Aspekt, dass Unternehmen für ihre Produkte oder auch Dienstleistungen werben und dann eben ihre Kunden davon überzeugen wollen, diese dann zu kaufen. Wir kennen das selber. Aber wie sieht es dann mit der Bewerbung aus? Heißt, wenn ich mich als Arbeitnehmer an einen potenziellen Arbeitgeber verkaufen muss. Celine, wenn du an die Zeit von deiner Bewerbung zurückdenkst, was fällt dir dazu ein? Also spontan als Stichwort fällt mir da Selbstreflexion ein. Ich denke, zu der Zeit, wenn man dann in der Bewerbungsphase ist oder auch in der Vorbereitung dafür, macht man sich das erste Mal so wirklich richtig Gedanken darüber, was man eigentlich für seine Zukunft möchte, welcher Beruf zu einem passt und ja, was seine eigenen Kompetenzen und auch Fähigkeiten sind. Und während der Zeit sammelt man ganz, ganz viel Erfahrung durch Einstellungstest, durchs Vorstellungsgespräch dann natürlich auch. Und irgendwie war das für mich in der Zeit so ein Schritt ins Erwachsenwerden und man verlässt da schon ein Stück weit seine Komfortzone. Ja, definitiv. Wenn ich da überlege, man muss natürlich einige Bewerbungen raushauen. Es bringt nichts, wenn man sich nur bei einem Unternehmen bewirbt, als auf eine Karte sitzt. Und man will ja dann überzeugen, man möchte auch immer ein individuelles Anschreiben, sich überlegen für die Firma, auch zeigen, dass man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat, aber man steckt so brutal viel Zeit rein in die Recherche und dann ins Verfassen und man denkt sich dann immer so, ja, habe ich jetzt wirklich alles beachtet, ist wirklich ein Rechtschreibfehler drin, passt es wirklich zum Unternehmen, aber jetzt fragen wir doch mal den Vollprofi Steffen, was gehört denn in eine vollständige Bewerbung rein? Genau, also wie du es gesagt hattest, zum ersten natürlich ein normales Anschreiben. Das sollte nicht länger als eine Seite sein. Dort wirklich die wesentlichen Punkte mal mit reinpacken. Dann gehört natürlich ein Lebenslauf dazu. Dann ist es so, dass unterschiedliche Unternehmen unterschiedlich viele Zeugnisse möchten. In aller Regel sagt man, die letzten beiden Zeugnisse gehören auf jeden Fall dort mit rein in eine Bewerbung. Das sind mal die Basics. Dann natürlich ist eine Empfehlung von unserer Seite aus, wie kann ich mich absetzen von den anderen Bewerbern? Und deswegen sagen wir dann manchmal, Motivationsschreiben macht natürlich noch Sinn, dort mit reinzunehmen. 3, 4, 5 Sätze, um einfach seine Motivation nochmal darzulegen. Uns ist es ganz wichtig in dem ganzen Bewerbungsprozess, dass wir die Person persönlich kennenlernen und nicht nur ihre Noten.
also Mathematik oder Deutsch oder was auch immer. Deswegen ist uns wichtig, dass wir schon in der Bewerbung einfach auch sehen, wo ist jemand zum Beispiel ehrenamtlich engagiert, dass wir sehen, wo jemand sich über eine normale Sache hinaus engagiert in irgendwelchen anderen Bereichen. Okay, ich hätte noch eine Rückfrage zum Thema Zeugnisse. Und zwar, wenn ich jetzt in der gymnasialen Oberstufe bin, muss ich dann im Prinzip von dem ersten Halbjahr und vom zweiten Halbjahr die Zeugnisse abgeben oder wollt ihr dann noch das Zeugnis von der 10. Klasse sehen? Von den letzten beiden Schuljahren, also sprich das erste und zweite Zeugnis dann. Okay, alles klar. Dann wäre die Frage auch schon geklärt. Es kommt dann zu diesem Punkt, heute ist ja alles online. Ich habe jetzt alles zusammengetragen, habe im besten Fall noch ein ganzes PDF erstellt und lade jetzt keine 10 Dateien hoch und drücke dann irgendwann mal auf diesen, im übertragenen Sinne roten Atomknopf abschicken und dann gibt es im Prinzip kein Zurück mehr. Und ab da landet ja dann die Bewerbung bei euch. Was war es denn für ein Gefühl, Celine, wo du dann bei HOMAG deine Bewerbung eingereicht hast? Es war schon auf jeden Fall sehr aufregend. Ich meine, man hat sich schon mehrere Wochen mit sich selbst beschäftigt, man hat sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Jetzt dann wirklich die finale Bewerbung fertig zu haben und die dann auch abzuschicken, war dann schon sehr spannend. Und vor allem dann eben auch die Zeit zwischen dem Absenden und der Rückmeldung war natürlich auch nochmal sehr aufregend. Man wartet sehnsüchtig auf den Brief von HOMAG oder sonst irgendeinem anderen Unternehmen. Aber die Arbeit ist ja damit quasi gar nicht zu Ende gewesen. Kommt ja dann auch noch das Vorstellungsgespräch und in der Zeit habe ich mich dann auch schon mal intensiv darauf vorbereitet. Auf welche Ressourcen hast du denn damals zurückgegriffen? Hattest du ein Bewerbertraining oder sowas Vergleichbares in der Schule oder hast du dann doch wirklich alles gegoogelt und dir so deine Informationen beschafft? Also ich denke, so eine Mischung aus vielen Quellen macht das Ganze dann perfekt. Also ich wurde in der Schule schon ziemlich gut auf das Szenario vorbereitet. Von der Agentur für Arbeit gab es da einen ziemlich guten Workshop. Da ist man eben ein Vorstellungsgespräch durchgegangen, hat sich mögliche Fragen überlegt, die gestellt werden können. Aber auch natürlich ist sehr sinnvoll, sich bei Azubi-Treffs zeigen zu lassen oder dort bei Bewerbertrainings mitzumachen. Da bekommt man dann doch auch nochmal praktische Tipps und Tricks an die Hand, die man sonst vielleicht nicht übers Internet bekommt. Und dann gibt es natürlich ja auch Online-Plattformen, über die man sich ganz gut informieren kann und sich da auch ein Muster von der Bewerbung zur Hand nehmen kann. Okay, also früher hat man ja noch Bewerbungsmappen abgeschickt. Ich glaube, ich habe schon vorher angesprochen, das gibt es heute fast nicht mehr so. Heute läuft eigentlich alles digital. Wie läuft das ganz konkret bei euch ab, Steffen? Genau, also wenn dann dieser rote Atom-Button gedrückt wurde, dann landet es bei uns im Bewerbermanager, wird dort dann dem entsprechenden Ausbilder weitergegeben. Der sichtet natürlich die ganzen Bewerbungen, schaut sich dort mal die verschiedenen Kriterien an, die notwendig sind für einen Ausbildungsberuf oder für ein Studium und lädt dann die entsprechenden Leute ein. Also das läuft jeweils über den direkten Ausbilder, der hinterher auch den Azubi oder die H-Studenten ausbilden würde. Das wird nicht von einer Person übergeordnet im, Personalbereich durchgeführt, sondern das führt tatsächlich der operative Ausbilder durch. Okay, gut. Ich denke, es ist ziemlich spannend für euch in der Personalabteilung, die ganzen Bewerbungen zu lesen. Was waren dann so deine Highlights bisher? Auch irgendwelche lustigen Stories, wo du gedacht hast, okay, kann man machen, muss man aber nicht, oder so absolute No-Gos? Ja, also was mich immer wieder fasziniert hat, ist, wie große Projekte oder auch wie viel Engagement junge Leute in verschiedene Bereiche schon reingesteckt haben. So ein absolutes No-Go fällt mir gerade nicht ein. Und wo du dir gedacht hast, vielleicht hätte die Bewerbung einen Ort weiter eingeschmissen werden sollen, also irgendwie so falscher Absender oder so, kommt es häufig vor? Genau, also da gibt es schon Punkte, die einen dann auch ärgern. Das heißt, wo man dann irgendwie mit als falscher Ausbildungsleiter angeschrieben wird oder wo jetzt tatsächlich auch das falsche Unternehmen mit aufgeführt ist. Das sind Dinge, die einen dann schon stutzig machen und da sammelt man sich als Bewerber natürlich nicht gleich große Punkte. Celine, du hast ja auch bei der Personalabteilung einen Teil von deiner Ausbildung absolviert. Hast du da Sachen gelernt, wo du sagst, okay, damals habe ich das vielleicht so gemacht bei meiner eigenen Bewerbung, würde ich heute nicht mehr so machen oder
Dinge, die würde ich heute genauso wieder machen? Also ich würde sagen, ganz wichtig ist auf jeden Fall, sich viel Zeit für die Bewerbung zu nehmen. Also sich auch wirklich Gedanken drüber zu machen, wie ich mich denn präsentieren will. Ich meine, es ist sozusagen die Eintrittskarte ins Unternehmen. Von dem her sollte man sich schon gut präsentieren. Genau, sich einfach über auch verschiedene Quellen zu informieren, sich bei Tag der offenen Tür mal vorbeischauen. Genau, das sind solche Dinge. Ja, Celine, wie du vorher angesprochen hast, dann fängt das große Warten an. Ich habe meine Bewerbung abgeschickt, es gibt kein Zurück mehr. Und was ist dann, wenn die erste Hürde geschafft ist? Was ist, wenn sich dann zum Beispiel der Steffen oder jemand von den Kollegen vom Steffen bei mir meldet, ja, wir würden Sie gerne einladen zum Vorstellungsgespräch. Wie bereitet man sich denn darauf vor? Aufs Vorstellungsgespräch habe ich mir ziemlich viele Fragen aus dem Internet rausgesucht, die dann auch versucht zu beantworten. Habe mir tatsächlich damals auch ein Buch gekauft über ein Bewerbertraining, habe das zur Hand genommen und genau, sich einfach viel Zeit nehmen, die Fragen gründlich beantworten, ein Vorstellungsgespräch einmal durchgehen mit einem Elternteil, mit einer Schwester, mit einem Bruder, genau. Okay, da es zu einem Vorstellungsgespräch kommen wird, denke ich, ist allen klar, muss ich bewerben, wo dann wissen, okay, wenn ich einen Schritt weiter bin, dann muss ich mal vor Ort erscheinen und mich vorstellen, aber wie läuft es bei euch dann allgemein ab bei RUMAG? Gibt es da noch mehr? Da gibt es noch mehr, ja. Also es ist so, dass es auch von den Ausbildungsberufen oder von den Studiengängen abhängt, auf die man sich beworben hat. Wenn man es mal im gewerblichen Bereich sich anschaut, dann wird dort auch eine kleine Arbeitsprobe erstellt. Es gibt auch noch mal einen kleinen fachlichen Eignungstest, den wir hier durchführen. Und letztendlich natürlich dieses vorher schon angesprochene Bewerbungsgespräch. Denken wir jetzt an die kaufmännischen Ausbildungsberufe oder auch an die DH-Studiengänge. Dann wird in aller Regel zuerst eine Bewerbergesprächsrunde durchgeführt. Manche Unternehmen sagen auch Assessment Center dazu. Wir sprechen davon von einer Bewerbergesprächsrunde. Dort möchten wir die Leute einfach nochmal besser kennenlernen. Es geht ja nicht darum, wie ich es vorher schon erwähnt habe, sie von den Noten her kennenzulernen als allererstes, sondern sie wirklich in ihrer Persönlichkeit kennenzulernen. Deswegen, das packen wir dann davor. Und auch dann erfolgt in aller Regel nochmal ein fachlicher Eignungstest in diesen Berufsgruppen und am Schluss dann auch nochmal ein Vorstellungsgespräch. Okay, sehr gut. Zum Vorstellungsgespräch haben wir schon einen Podcast produziert mit der Kollegin vom Steffen, mit der Manuela, wo es selber viele Bewerbungsgespräche macht. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Podcast und dann wisst ihr auch immer gleich Bescheid, wenn wir einen neuen Podcast veröffentlichen, unter anderem eben die Tipps für das erste Bewerbungsgespräch. Gut, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Eine letzte Frage habe ich noch. Wann geht's dann bei euch so richtig los? Wann ist bei euch die heiße Phase, wo man sich bewerben sollte, dass man auch keine Deadline verpasst? Genau, die heiße Bewerbungsphase, die startet im Prinzip jetzt dann schon. Im Sommer ist es so, dass wir dort nach Ende der Schulzeit, das heißt mit Beginn der Schulferien, in die ganz heiße Bewerbungsphase starten. Das heißt, dort laufen dann die ganzen Bewerber-Assessment-Center und die ganzen Bewerbungsgespräche. Das heißt, man sollte schauen, dass man seine Unterlagen relativ bald beieinander hat und die gerne jetzt schon abgibt. Wir haben die Stellen jetzt schon online geschaltet, deswegen kann man jetzt schon loslegen. Okay, und wann kann ich da mit einer Rückmeldung rechnen? Also bringt es was, wenn ich mich jetzt bewerbe oder wird dann die Bewerbung erst in 3 Monaten aufgemacht? Nein, also wir schauen die Bewerbungen schon sofort an und melden uns dann auch sofort zurück. Es gibt eine Art Eingangsbestätigung und dort legen wir dann auch nochmal den Fahrplan dar, sodass man weiß, wann es weitergeht. In der heißen Phase im August, dort bekommt man dann relativ bald und schnell Rückmeldung. Ja, an dieser Stelle danke Steffen, danke Celine für eure Tipps. Ich denke, da konnte ich jetzt einiges mitnehmen, aber auch die Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gerne auch telefonisch. Da könnt ihr ganz unverbindlich bei der RUMAG anrufen. Das ist auch sehr gerne gehört. Und ansonsten möchte ich euch noch mitgeben, wirklich, dass ihr vor allem durch ein authentisches Auftreten überzeugt. Und es sind auch Kurven im Lebenslauf erlaubt, Pannen sind menschlich, das wissen wir alle, da sind wir auch bei der HOMAG keine Ausnahme und wichtig sind eben vor allem die Erkenntnisse, die Learnings, wo wir daraus ziehen. Ja,
Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal im nächsten Insights Studien- und Ausbildungspodcast. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf iTunes und auch sonst gebt uns einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss und ciao.